Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus, in der Road to Plant-Type Master Challenge. Was ich mir nur ausgedacht habe, aber ich mag so ziemlich alle Pflanzen-Pokémon. Als ich gedacht habe, es gibt nur 5. Ich habe gerade gesehen, Fruyal ist auch eins. Mit Fruyal kann ich nicht umgehen, aber sonst mag ich alle Pflanzen-Pokémon ziemlich gerne. Der hat mich rausgestunt, was ich kacke finde. Was ich sehr kacke finde. Naja. Heute versuchen wir auch nur, danke. Vielen Dank. Nur mal die Pflanzenmoves zu nehmen. Also Holzhammer, Holzgeweih, Hammergeweihholz. Alles Mögliche. Es hat sich sogar ein Jungler ergeben, sehr schön, weil Fruyal und Glumanda haben gesagt, nein! We will never make up our minds. Bin ich überhaupt schnell genug? Vielleicht mit Will-O-Wisp. Ja. Leider ist meine Fähigkeit weg. Wir haben auch, wie ihr unten vielleicht gesehen habt, Weakness Policy. Der hat wahrscheinlich alles bekommen. Das ist ganz schlecht. Du solltest da raus. Du auf jeden Fall. Glaub mir nicht. Sehr schön. Das Problem ist, hab kein Abgabedingens, aber wen stört's schon? Na, schade. Kann nicht alles haben. Manches kann dir dieses Leben eben einfach nicht geben. Holzhammer. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen krasser. Das ist schon mal wichtig. Eule, aufpassen. Ja, aber jetzt soll ich mich gleich gegenheilen. Komm schon! Ich kriege ihn nicht. Ist das zum Kotzen. Er hilft mir auch nicht. Oh, ich habe ihn fast besiegt. Naja, was soll man machen? Der wird auch ewig nicht gut. Es ist halt eine Lane-Eule. Lane-Eule meistens schlecht. Was scheint hier das Problem zu sein? Ne, weiter gehe ich nicht. Ich hätte gerne meine Fähigkeit tatsächlich wieder. Das wäre mir ein Anliegen. Hornlicht wäre auch geil. Ich gebe es zu, Hornlicht wäre auch geil. Weil Branch Poke heilt mich noch nicht. Ich mag Heilung. Ich weiß nicht, wie man. So. Tot. Und Hornleech, sehr gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, die helfen, alles klar. Ich muss auf Wiggly aufpassen. Fuck. Naja. Ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsste sich Hornleech. War das nicht so? Habe ich das falsch? Ich dachte, man kann mit Hornleech rein, Woodhammer drücken und dann lädt sich Hornleech wieder auf. Nee, fuck! Okay. Ich habe meinen Fehler bemerkt. Wenn du Curse spielst, du hast Curse an, gehst mit Hornleech rein, lässt Curse explodieren. Dann, und nur dann, lädt sich Hornleech wieder auf. Oh. Ah, er hat getroffen. Er hat getroffen. Dann wollen wir wirklich weiter gegen den Vogel. Er will. Verpisst euch! Jetzt sterbe ich dafür.
Renn! Ich habe ihn gerettet. Wenn er jetzt stirbt, deswegen. Cool. Nicht stinkig. Bitte nicht. Nee, jetzt schön runter. Was? Die Ecke hat mich gekillt! Was eine miese Hure! Und schon wieder. Und schon wieder. Kinder. Nee, hier! Die werden es uns wieder wegklauen. Das will ich nicht. Das Problem ist, hier sind so ziemlich alle Gegner, aber unsere beiden Freunde da oben sind nicht hier. Das ist schlecht. Die Eule hat auch gar nichts gemacht, die war jetzt aufs Absnacken. Und krieg's nicht hin! Die schießt daneben! Die schießt daneben! Okay. Ich dachte erst so, cool, weißt du, Geisterpflanzen-Lane. Aber das war jetzt mal richtig scheiße. Die hat daneben geschossen. Das tut man doch nicht. Wer nimmt den Dschungel? Unser Jungler ist nicht da. Ich tu das. Gut. Ich meine, bevor es einer aus dem Gegnerteam macht. Als Hammer Plus. Irgendwann darf ich den Move auch lernen. Was? Warum? Warum habe ich gepupst? Unten lassen sie sich ein bisschen überrennen, aber ich weiß nicht, ob sie zum Tor gehen. Da kam gerade. Tut mir leid, ich habe gepupst. Fuck. You. Zurück, zurück, zurück. Den soll ich echt nicht da kämpfen. Den krieg ich doch. Dich auf! Du, Dude! Jetzt aber erstmal heilen, weil. Aua. Will ich das zulassen? Jetzt deckt er sich gerade dumm und dämlich. Ich kann nochmal pupsen. Tu das ruhig. Das ist okay. Er kriegt nichts mehr. Alter, du bist echt zu dumm zum Scheißen. Okay, auf die Eule können wir uns schon mal nicht verlassen. Die kann gar nichts. Die kann gar nichts. Whoopsie! Und da habe ich wieder die Wand erwischt. Das ist ihr Herz aller Lieds. Alter, habe ich schon wieder die Wand erwischt. Was ist denn da los? Und ich bin tot. Was macht unser restliches Team? Durak ultet. Du hast schon geultet. Der Vogel stirbt an der Durak ult. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das überlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Okay. Währenddessen in der Heldenhöhle. Ich weiß nicht, ob wir im Vorteil sind, jetzt wo abgegeben wurde. Ich würde es gerne wissen, und zwar ich nicht erst mit 10 Sekunden. Ja, die stehen da halt. Wir sind in Führung, aber nicht mega weit, habe ich das Gefühl. Nice. Der Vogel kommt. Sehr geil. Ich glaube, als Trevenant könnte ich durchkommen. Irgendwer muss nur das Tor aufmachen. Weil der Vogel ist natürlich gefährlich. Einfach so lange out of commission nehmen, wie es geht. Holt ihr mich nicht, dann sind wir Freunde. Dass das funktioniert hat. Ich bin sehr stolz auf euch, Team. Ich kann natürlich helfen, aber ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Gucke, dass der Vogel keinen Blödsinn macht. Weil ich ihn nicht sehe in der Gegnerbasis. Ich glaube, der ist unterwegs.
Okay, der hat auch einen Scorchy, was soll er machen? Ja, gut. Aber das soll kein Problem sein, wir waren vor Zapdos in Führung. Wir haben 500 abgegeben. Dass niemand anders zur Hilfe kam, war natürlich ärgerlich. Den Vogel hätten wir geschafft. Hornleech war sehr dumm von mir. Weil unstoppable, klar. Aber was soll's? Das war doch vernünftig. Also, dass die Eule. Das war nicht mal ein Flick. Ein Flick geht in die andere Richtung. Aber der hat ja. Keine Ahnung. 75 Grad drehen, bitte geschossen. Das war ganz komisch. Das war ganz komisch. Zweimal. Und das ist nur das, was ich gesehen habe. Glurak hat natürlich High Damage. Ein bisschen traurig, dass tatsächlich der Zweitmeister von ihm kommt. Hooper, sehr gut. Kann ich eigentlich seine Items sehen? Ne, schade eigentlich. Er hat auf jeden Fall das gängige Set. Man kann Hooper relativ offensiv spielen. War sonst gut. Urgel, relativ gut genutzt beim Gegner. Sieht man auch nicht häufig. Aber ich glaube, wir hatten auch Glück, dass die beiden nicht allzu stark gespielt haben, gerade Lucario. Naja, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus raus. Bye bye.